ist verrückt. Seit gestern Mittag. Ohne Unterbrechung. Eine verdammte Unverschämtheit ist das. Mir kommt es unheimlich vor. Gehen wir rauf. Ich hol die Polizei. Hermann, das geht Sie nichts an. Das weiß ich nicht, und wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen auch nicht sagen. Ein für alle Mal, lassen Sie Barbara aus dem Spiel. Ja, woher wissen Sie das? Hallo? Hallo? Und es geht schon seit 24 Stunden so? Ja. Das ist doch nicht normal. Das müssen Sie doch zugeben. Und der Herr... Bertram. Rainer Bertram. Wohnt der ganz allein da? Ja. Sagen Sie, kennen Sie ihn näher? Nein. Wir grüßen uns, wenn wir uns im Treppenhaus treffen. Und weiter wissen Sie nichts über ihn? Ich glaube, er arbeitet in einer Bank. Ich sehe ihn morgens immer weggehen. Wir legen auch keinen Wert darauf, ihn näher zu kennen. Haben Sie ihn gestern zur Arbeit gehen sehen? Gestern? Ich glaube, gestern nicht. Mhm. Na ja, wir schauen mal nach. Ihr holt Schlösser. Okay. Ja? Dass du da bist. Du weißt, dass ich dich nicht mehr in meiner Wohnung haben will. Ich muss mit dir sprechen. Es ist etwas passiert.
Woher weißt du das? Von Jens. Er hat angerufen. Hat nach dir gefragt. Hab ihm natürlich keine Auskunft gegeben. Darauf hat er gesagt, Rainer hat Selbstmord begangen und dann hat er sofort aufgelegt. Das glaube ich nicht. Ich glaube dir nicht und Jens auch nicht. Aber warum soll denn Jens so etwas sagen, wenn es nicht stimmt? Rainer hatte schließlich Gründe. Welche? Die weißt du doch wirklich besser als ich. Du bist es doch, die darunter zu leiden hatte. Leiden? Wie du das sagst. Woher weißt du immer, wie ich fühle, hm? Nur weil du mein Bruder bist? Ja. Weil ich dein Bruder bin. Du benimmst dich aber so, als ob du mein Vater wärst. Wohin willst du? Zu Rainer. Glaubst du mir nicht? Rainer ist tot. It's not the way to run the time. Time rolls yours and mine. You left me and I don't know why. Sag mal, Werner, ich verstehe nicht ganz, warum du uns geholt hast. Das sieht doch alles nach einer Selbsttötung aus. Fast alles. An diesem Glas sind keine Fingerabdrücke. Was ist das für ein Glas? Aus diesem Glas hat der Tote getrunken. Den Schnaps. Und darin waren auch die Tabletten aufgelöst. Da sind keine Fingerabdrücke dran? Nein, überhaupt keine. Deswegen ließ ich ja anrufen. Gerd, weißt du schon, wer der Tote ist? Er ist Rainer Bertram, 30 Jahre alt, Bankkaufmann. Seine Eltern sind anscheinend sehr angesehene Leute. Vater Professor für Volkswirtschaft, Mutter Journalistin. Und sein Umgang? Bekannte, Freundinnen, Freunde? Was ich weiß, habe ich vom Meldeamt. Über seine Freundinnen wissen die natürlich nicht. Das ist auch gut so. Gerd, benachrichtige du bitte die Eltern, ich bleib hier. Was soll ich denen denn sagen? Danke. Nur, dass ihr Sohn allem Anschein nach Selbstmord begangen hat. It's not the way to run the time. I'm a rover's yours and mine. You left me and I don't know why. Rainer wusste nicht, was er wollte. Er hat dich unglücklich gemacht. Er war ein Feigling. Du hast noch nie was von Menschen verstanden. Es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Und die bestimmst du, was? Ich frage mich, was du überhaupt in Rainers Wohnung willst. Sicher ist die Polizei da. Interessante Beobachtung gemacht. Und? Ja, bevor er mit der Polizei telefoniert hat, ist ein junger Mann die Treppe runtergelaufen. Er kann nur aus dieser Wohnung gekommen sein. Konnte er ihn beschreiben? Ja. Und er hat die Nummer des Wagens notiert, mit der Mann wegfuhr. Dann lass dir mal den Halter durchgeben. Okay.
Hilbert. Telefon? Lass mich feststellen. Ja. Ja, gib mal die Telefonnummer durch, bitte. Mit dem Dauerauftrag, das wir neulich besprochen haben, sollen wir das heute machen? Ja, das muss ich mir überlegen. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist für mich. Aber ich hol schon mal das Geld. Wenn's mal in Kassen kommen, ist bitte wieder zurück. Danke. Können Sie sich ausweisen, bitte? Der Tote wurde aufgefunden durch eine Funkstreifenbesatzung des Reviers 13, die gerufen wurde von Nachbarn des Toten namens Heinzen wegen ruhestörenden Lärms, verursacht durch einen Plattenspieler. In der Wohnung von Gilbert meldet sich niemand. Und es macht auch keiner auf. Woher weiß denn das? Wir haben eine Funkstreife vorbeigeschickt. Um eine Fahndung rauszulassen, brauche ich ja deine Einwilligung. Die hast du. So einem Haus kann man doch gar nicht mehr wohnen. Muss man sich ja schämen. Wenn man sich das vorstellt. Mark, wie möchten Sie es denn? Gemischt? Ja. Meines Sohnes. Was gibt es? In welcher homosexuellen Kneipe haben Sie ihn aufgegriffen? Wieso? Warum fragen Sie das? Ja, ich hatte keine Verbindung mehr zu meinem Sohn. Seit einem halben Jahr nicht mehr. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn tot ist. Allem Anschein nach war es Selbstmord. Das sieht ihm ähnlich. Wann ist das passiert? Er muss gestern die Tabletten eingenommen haben. Wann exakt der Tod eingetreten ist, wissen wir noch nicht. Ich werde mich um alles kümmern. Sie nehmen die Nachricht sehr ruhig auf. Gibt es denn ein Motiv für den Selbstmord Ihres Sohnes? Ich sagte schon, ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich nehme an, dafür gibt es einen Grund. Geht Sie das etwas an? Von welcher Abteilung sind Sie? Mordkommission. Mordkommission. Der Selbstmord ist nicht eindeutig. Wer ist Ihr Vorgesetzter? Ich werde veranlassen, dass diese Untersuchungen sofort ein Ende haben. Wann haben Sie Ihren Sohn zum letzten Mal gesehen? Ein richtiges Verhör. Nur eine Frage. Mein Mann war gestern bei ihm. Er brauchte die Unterschrift meines Sohnes für irgendeine Bescheinigung. Ist es nicht so, Albert? Aber worum geht es eigentlich? Was ist mit Rainer? Wer sind Sie? Rainer hat sich umgebracht. Er ist tot. Ja. Das ist deine Schuld. Deine Schuld! Abzuwarten wäre von wegen dem Zeitpunkt das Ergebnis der Obduktion
sowie die Erkenntnis der Spurensicherung. Moment bitte. Sind Sie Herr Kress? Ja. Der Herr dort hat mir gesagt, dass Sie die Untersuchung leiten. Stimmt. Dann muss ich Sie dringend sprechen. Wer sind Sie? Ich heiße Barbara Wehrmann. Ich bin die Freundin. Wessen Freundin? Die Freundin von Rainer, von dem Toten. Moment mal, woher wissen Sie denn, was hier passiert ist? Ich habe einen Anruf bekommen. Und wer sind Sie bitte? Ich bin der Bruder. Und wer hat Sie angerufen? Bekannter. Wie heißt der? Jens Gilbert. Gilbert. Ich hau schon mal ab, okay? Okay. Ein Freund von Ihnen? Nein, ganz bestimmt nicht. Was hat er Ihnen gesagt? Nur, dass Rainer Bertram Selbstmord begangen hat, oder hat er sofort aufgelegt? Nein, niemals. Rainer hätte niemals Selbstmord begangen. Darf ich ihn bitte sehen? Nein, das geht jetzt nicht. Aber ich würde mich gerne ausführlicher mit Ihnen unterhalten. Am besten, Sie begleiten mich ins Präsidium, ja? Einverstanden? Kommen Sie. Ich bin im Präsidium. Ich möchte mit Ihrer Schwester allein sprechen. Warten Sie bitte draußen, falls Sie warten wollen. Die Sache betrifft mich doch auch. Inwiefern? Ich bin schließlich der Bruder. Ja, ja, trotzdem muss ich Sie bitten, draußen zu warten. Setzen Sie sich, Frau Wehrmann. Moment, ich komme gleich wieder. Was Neues? Viele Fingerspuren. Fremde und die des Toten. Überall in der Wohnung, aber auf dem Glas. Aber auf dem Glas keine. Was sagt die Autopsie? Eindeutige Arzneimittelvergiftung. Der Arzt schließt nicht aus, dass ihm die Flüssigkeit mit den Tabletten gegen seinen Willen eingeflößt wurde. Keinesfalls hat der Tote die Flasche mit dem Weinbrand leer getrunken. Wieso ist dann die Flasche leer? Weißt du, wie viel vorher drin war? Besorg Fingerabdrücke von seinen Eltern, von seinen Freunden und so weiter und so weiter. Wir müssen unbedingt rauskriegen, wer alles in der Wohnung war. Ja? Sie können nicht weiterfahren. Sie werden von der Münchner Polizei gesucht. Gesucht? Ich? Warum denn? Die Kollegen von der Mordkommission möchten Sie vernehmen. Mordkommission? Warum? Es geht um eine wichtige Aussage im Zusammenhang mit einem Mord. Mit einem Mord. Ja, fahren Sie bitte Ihren Wagen zum Parkplatz. Wie lange kennen Sie Herrn Bertram schon? Das ist doch egal. Wie soll er es gemacht haben? Ich meine, wie soll er sich umgebracht haben? Anscheinend hat er Alkohol getrunken und Tabletten genommen. Starke Schlaftabletten. Rainer hat nie Alkohol getrunken und Tabletten hat er gehasst. Er hat es nicht selbst getan. Gibt es einen Abschiedsbrief? Nein. Wenn es kein Selbstmord war, was dann? Ein Unglücksfall? Nein. Dann bleibt nur Tod durch Verschulden eines anderen. Also Mord. Er hat es nicht selbst getan. Gibt es Ihrer Meinung nach ein Motiv für einen Mord? Ich weiß es nicht. Bartal, lass mich noch raus! Bis morgen. Am Vormittag Feierabend und dann noch bedienen lassen auch. Nur keinen Neid! Sie können doch sicher bei der Polizei München anrufen, um die Angelegenheit zu klären, oder? Ja. Da gehen Sie schon einmal rüber zu meinen Kollegen. Du wirst dich wundern. Servus. Servus. Was war Herr Bertram für ein Mensch? War er depressiv? Kann man sagen, dass er labil war, willensschwach? Ich habe ihn geliebt. Ich hatte Sie gebeten, draußen zu warten.
Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich bin sicher, dass meine Schwester Ihnen gar nicht alles erzählt hat. Sie spricht nie darüber. Hat sie Ihnen denn erzählt, dass Rainer homosexuell ist? Dass er sie ständig betrogen hat? In den Dreck gezogen? Ja, aber der ist doch zu dir. Ja, du hast doch mit ihm geredet. Ja, sag ich aber dann. Ja, der ist abgehauen. Da steht er doch. Hallo? Der ist ab nach Österreich. Sauerei. Du, ich ruf die Kollegen drüben an. Mach nicht. Er hatte mit Jens Gilbert ein Verhältnis. Und du hast das mit angesehen. Hat es deswegen Streit zwischen ihnen gegeben? Ja. Ich habe ihm gesagt, was ich von ihm halte. Ja, was haben Sie zu ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, er soll die Hände von meiner Schwester lassen. Und Sie? Wollten Sie das auch, dass er die Hände von Ihnen lässt? Nein. Wie hat er sich Ihre Zukunft vorgestellt? Ich meine, wie sollte es weitergehen? Er wusste es nicht. Ich meine, wir wussten es beide nicht. Er konnte sich nicht entscheiden. Der hat doch genommen, was er kriegen konnte. Der hatte sich schon längst entschieden. Ich konnte es einfach nicht ertragen, dass meine Schwester hinter diesem Schwulen noch herlief. Wann haben Sie Rainer Bertram zum letzten Mal gesehen? Ja, letzte Woche. Und wo waren Sie gestern? Gegen Mittag? Zur Mordzeit. Da war ich zu Hause. Ich habe gearbeitet in meiner Wohnung. Es tut mir leid. Ich habe keine Zeugen. Und Sie, Frau Wehrmann? Ich war gestern Vormittag bei ihm. Was, Sie waren bei ihm? Ja, er war krank und nicht bei der Arbeit. Gut, Sie können gehen. Beide. Damen und Herren, zojuist haben wir die Grenze nach Deutschland gepassiert und wir sind nu in der Provinz Bayern. Bayern ist eine von den 10 Provinzen von Deutschland, die südlichste. Und ich kann dir beloven. Entschuldigung. Oh, wacht. Entschuldigung, ich bin ziemlich sicher im falschen Bus. Ach du lieber Zeit. Ja, ich bin nicht happy, schön ist. Warum wollen Sie eigentlich unbedingt Herrn Kreis sprechen? Es geht schließlich um den Tod meines einzigen Sohnes. Wir wissen ja noch gar nicht, ob das wirklich ein Fall für die Mordkommission ist. Warum betonen Sie das immer wieder? Kennen Sie denn jemanden, der ein Motiv haben könnte? Ja. Kann ich dich denn einfach allein lassen? Aber natürlich. Warum denn nicht? Glaubst du wirklich, dass ihn jemand umgebracht hat? Ich habe jetzt keine Lust mehr, darüber zu reden. Vor allen Dingen nicht mit dir. Glaubst du, vielleicht ich war's? Du? Wenn du könntest, was du willst, dann schon. Aber das hast du noch nie gekonnt. Ach ja, wirklich. Ich bin jedenfalls nicht sehr traurig, dass er tot ist. Hoffentlich vergisst du ihn. Schnell und gründlich. Das werde ich nie tun. Weil ich ein Kind von ihm erwarte. Und jetzt geht. Du, Jan? Ich bin's, ich. Hör zu. Ich komm zu dir. Nein, ich bin nicht in der Stadt. Gut, du bist jedenfalls zu Hause. Ich brauch was. Jaya hat dir doch mal was hinterlegt. Sowas brauche ich. Komplett. Frau Bertram, Sie sind mit der Tonbandprotokollierung unseres Gesprächs einverstanden. Ja. Wie ich Ihrem Mitarbeiter schon sagte, war mein Mann gestern Vormittag bei meinem Sohn. Angeblich wegen einer Unterschrift. Das ist nicht wahr. Und was ist die Wahrheit? Das kann Ihnen mein Mann sagen.
Wissen Sie, dass mein Sohn begonnen hatte, homosexuelle Beziehungen einzugehen? Ja. Woher? Von Erich Wehrmann. Mein Sohn hat sehr unter seiner Veranlagung gelitten. Er hat eine Freundin. Ich schätze Barbara Wehrmann sehr. Und? Hat er sich entschieden? Gibt es überhaupt die Möglichkeit einer Entscheidung? Ich weiß es nicht. Ich suche nach einem Motiv. Jede Entscheidung von ihm, wie auch immer, könnte ein Motiv sein. Vielleicht haben Sie recht. Zumindest meinem Mann gegenüber hat er sich entschieden verhalten. Sie müssen wissen, dass mein Mann jeden Kontakt zu ihm abgebrochen hat, als er von seiner Homosexualität erfuhr. Aber gestern ist er bei ihm gewesen. Ja, an dem Tag, als er starb. Verdächtigen Sie Ihren Mann? Das habe ich nicht gesagt. Ja, ja. Wissen Sie, warum Ihr Mann bei Ihrem Sohn war gestern? Kennen Sie Jens Gilbert? Noch nicht. Ich werde ihn gleich vernehmen. Ist das der Freund von Ihrem Sohn? Ja, und er hat meinen Sohn überredet, in einer Fernsehdiskussion über seine Probleme zu reden. Das hat mein Mann erfahren. Ja. Ist das alles? Da sprechen Sie mit ihm darüber. Kannst du mal einen Moment kommen, Leo? Guten Tag. Ja. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment. Ja? Jens Gilbert ist am Grenzübergang nach Salzburg aufgetaucht. Ja, lass ihn herbringen. Er hat unter Zurücklassung seines Kraftfahrzeugs das Weite gesucht. Wie kann denn sowas passieren? Durch eine unglückliche Verkettung widriger Umstände, sagte man mir am Telefon. Reicht dir das? Ja, das reicht. Scheiße. Also, Sammelfakten über ihn, Arbeitsplatz, Wohnung. Gutes Foto brauche ich auch. Also, ich muss zuerst mal mit dem Vater von Rainer Bertram sprechen. Glaubst du wirklich, dass das ein Motiv sein kann? Angst vor der Fernsehdiskussion? Es kommt auf den Mann an. Jedenfalls nach der Sendung wüsste alle Welt, dass er einen homosexuellen Sohn hat. Selbst bei extrem engen moralischen Grundsätzen immer noch besser als tot. Zumal der sittenstrenge Vater dann auch noch zum Mörder werden muss. Aber wenn der Mord nicht aufgeklärt wird oder sogar als Selbsttötung durchgeht, dann bleibt auch die Homosexualität verborgen, das ist mir schon klar. Nur der Preis. Der Preis, den der Vater zahlt. Ach, Gerd, du weißt doch, wie engstirnig und intolerant Menschen sein können. Dankeschön. So gesehen haben die anderen auch Motive. Der Bruder von der Wehrmann hat den Toten gehasst, weil er glaubte, dass der seine Schwester erniedrigt und in den Dreck zieht. Danke. Danke. Barbara Wehrmann hatte vielleicht Angst, verlassen zu werden. Jens Gilbert hatte vielleicht auch Angst, verlassen zu werden. Oder er wollte sich rächen, weil er schon verlassen worden war. Ich meine, das sind doch alles mögliche Motive. Ja, ja, so ist es. Gilbert ist sogar getürmt über die Grenze. Fast schon ein Geständnis. Was mir gar nicht passt, Gerd, ist, dass er die Wohnung von seinem Freund Bertram erst so lange nach dessen Tod verlassen hat. Erst am nächsten Morgen. Vielleicht war er wiedergekommen. Hatte was vergessen. Irgendwas, das ihn hätte verraten können. Vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Jedenfalls sollten wir uns zunächst mal um die Fakten kümmern. Woher kommen die Tabletten, die den Tod verursacht haben? Die gibt's nicht einfach so. Die sind verschreibungspflichtig. Also versuch rauszufinden, woher und so weiter. Dann überprüf die Alibis. Alle haben ein Motiv, mehr oder weniger. Aber wer könnte das größte Interesse haben? Ja, wer? Wer geht so weit, einen anderen dafür umzubringen? Und wenn es doch Selbstmord war? Ach, ja, also, ich hätte nicht in seiner Haut stecken mögen. Ich gehe jetzt zu seinem Vater. Tut mir leid. Ich sehe keine Veranlassung, Auskünfte über Angestellte zu geben. Es handelt sich um keine private Angelegenheit, Herr Breim. Moment.
Kriminalpolizei? Ja. Ich glaube zwar nicht, dass ich Ihnen eine große Hilfe sein kann. Manchmal sind wir auch mit Kleinigkeiten zufrieden. Herr Gilbert war heute nicht im Geschäft. Nein, er hat Urlaub. Seit wann? Seit ein paar Tagen. Er hat mich, aber das ist schon Wochen her, um einen längeren Urlaub gebeten. Wohin er fahren wollte, hat er nicht gesagt. Nein. Aber da fällt mir ein, er erzählte mir etwas über eine Fernsehdiskussion, bei der er dabei sein wollte. Ich glaube, am 5. Da müsste er eigentlich noch da sein. Ist er leider nicht. Setzen Sie sich. Es handelt sich also tatsächlich um eine offizielle Untersuchung? Danke. Ja. Dann werden Sie ja nichts dagegen haben, dass ich, bevor ich etwas sage, meinen Anwalt konsultiere. Auf die Möglichkeit wollte ich Sie gerade aufmerksam machen. Ich bin gekommen, weil Ihre Frau mich im Präsidium besucht hat. Meine Frau war bei Ihnen? Ja, sie hat eine Aussage gemacht, die Sie betrifft. Was meine Frau in Bezug auf mich zu sagen hat, ist nicht von Belang. Sie hat gesagt, dass Sie den wahren Grund für den Besuch bei Ihrem Sohn verschwiegen haben. Stimmt das? Das geht nur mich und meinen Sohn etwas an. Das ist ein Irrtum. Ihr Sohn ist keines natürlichen Todes gestorben. Sie haben ein halbes Jahr lang keinen Kontakt zu ihm gehabt. Warum der Besuch gestern? Ich denke, meine Frau hat das zu Protokoll gegeben. Ich hätte es gerne von Ihnen gehört. Darüber rede ich nicht. Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Ihr Sohn wollte an einer Fernsehdiskussion teilnehmen, in der er sich zu seiner Homosexualität bekennen wollte. Hätte es Ihnen geschadet, wenn bekannt geworden wäre, dass Ihr Sohn homosexuell ist? Geschadet! Geschadet! Das Sohn kam das richtige Wort. Geschämt hätte ich mich. Hätte niemand mehr in die Augen sehen können. In einer Hochschule, da lauert man doch nur auf solche Sensationen. Für mich ist das keine Lappalie. Nichts Alltägliches. Und wenn man mich tausendmal für altmodisch hält. Mein Sohn, mein Waschlappen, mein Schwächling. Dass er aber seine Neigungen auch noch vor einem Millionenpublikum bereitreden wollte, das zeugt von einer Schamlosigkeit. Nun kann er ja an dieser Diskussion nicht mehr teilnehmen. Was wollen Sie damit andeuten? Wie ist das Gespräch mit Ihrem Sohn ausgegangen? Gespräch? Mit dem konnte man nicht sprechen. Meine Frau hat ihn auch noch unterstützt. Der arme Junge, er leidet. Herr Gott, nochmal, wir müssen alle unseren inneren Schweinehund überwinden. Heutzutage wird geredet, egal mit wem. Vielleicht war es wichtig für Ihren Sohn. Ach, wichtig? Was ist wichtig für mich? Konnte er nicht noch einmal daran denken? Sie haben also versucht, Ihren Sohn von dieser Diskussion abzuhalten. Haben Sie ihm gedroht? Womit? Sie überschreiten Ihre Kompetenzen. Meinen Sie? Ja. Ja. Ist für Sie. Chris? Ich wollte dir nur sagen, Gilbert ist mit einem Reisebus in Richtung München gefahren. Aha. Ja, das wollte ich dir nur sagen. Die Richtung spielt wahrscheinlich keine Rolle. Der hat ihn nur zur Flucht benutzt. Wohin? Zur Wehrmann. Ja. Ja, gut, bis gleich. Und der Leo zu dir? Ja. Alles über den Gilbert hat auf einer Briefmarke Platz. Da fällt mir ein, hast du die Adresse von Erich Wehrmann? Klar. Isabellastraße. Isabellastraße 23. Wieso 23? Ja, 23 oder nicht 23? Nein, 28. Schade. Wieso schade? Wieso nicht schade?
Weil Jens Gilbert bis vor 14 Tagen in der Isabellastraße gewohnt hat. Und als ich das notierte, da fiel mir ein, dass Erich Wehrmann auch was von der Isabellastraße gesagt hatte. Ach so. Und da dachtest du, wenn die beiden schon in derselben Straße wohnen, was liegt da näher als die Vermutung, dass sie auch den Mord gemeinsam begangen haben? Nichts ist so dämlich, als dass es nicht passieren könnte, Gerd. Wie meinst du das jetzt? Wenn Rainer Bertram sich entschlossen hätte, sich endgültig von Gilbert zu trennen, um mit Barbara Wehrmann zusammenzuleben, dann? Dann hätten beide ihn gehasst. So sehr Wehrmann den Gilbert auch verabscheut. Ja, jetzt hole ich mal Leo ab. Hast du das Geld? Das geht dir nichts an. Wieso nicht? Wenn du Scheiße baust und die erfahren, von wem die Waffe ist. Hey, hey, langsam. So war das nicht gemeint. Gib her. Das Ding nicht auszupacken, es ist okay, nagelneu. Du kennst das, Modell. Vom Schießstand. Da. Munition? Wenn du das Ding wieder bis Montag zurückbringst, merkt das kein Mensch. Da, und jetzt mach, dass du wegkommst. Bitte. Ja, danke. Ein Moment, bitte. Ja. Kann ich Ihnen was anbieten? Nee, nee, danke, ich hab's eilig. Wollen Sie nicht wenigstens Platz nehmen? Es geht um Jens Gilbert. Kennen Sie ihn? Ja. Was ist das für ein Mensch? Mein Gott, das kann ich gar nicht in zwei Sätzen schildern. Hat Rainer Bertram geliebt? Wenn Männer Männer lieben können, ja. War er eifersüchtig auf Sie? Schon, aber er ist sehr selbstsicher. Sie nehmen also nicht an, dass er Sie hasst? Nein, ich würde sagen, auf seine Art hat er Mitleid mit mir. Sie? Ich habe Jens nie gehasst. Und ich hasse ihn auch jetzt nicht. Ja. Sehen Sie, das ist alles so anders. Wenn er eine Frau wäre, dann ja. Aber mein Bruder, der hat Jens gehasst. Von Anfang an. Und Jens ihn auch. Sind die beiden schon mal aufeinander losgegangen? Nein, nicht so viel ich weiß. Mein Bruder hat Rainer sehr oft angegriffen und Jens war da nicht zu bremsen. Ja, ich glaube auch, dass Jens gewalttätig sein könnte. Entschuldigen Sie. Gut, dass du kommst. Wir müssen sofort weg. Entschuldigen Sie bitte unseren plötzlichen Aufbruch. Wiedersehen. Ja. Komm. Ja, ja. Zu Wehrmann, Gerd. Fest nicht. Hey, weißt du den kürzesten Weg? Ja, 10 Minuten. Ich lass schon mal feststellen, ob er zu Hause ist.
Wehrmann? Wehrmann? Hallo? Er ist zu Hause. Gut, danke, Ende. Was hat denn Henry über Gilbert rausgebracht? Pass auf, Henry. Kümmer dich um Barbara Wehrmann, ja? Gut. Ich geh mit dir essen und du zahlst. Ach so, beschatten. Na, nicht nur das. Aufpassen sollst du auch auf sie. Nee, wenn sie nicht zu Hause ist, weiß ich auch nicht wo. Muss sie eben probieren. Gut. Und er steht bei Wehrmann vor der Tür. Gut. Melden über Zentrale. Wehrmann wohnt im zweiten Stock, da wo das helle Fenster ist. Er scheint allein zu sein, jedenfalls habe ich keine Stimmen gehört. Gut. Und was? Vermutest du, dass nun geschieht? Ja, vermuten. Nachgedacht habe ich. Nimm mal an, Gerd, der Gilbert wollte seinen Freund besuchen. Aus welchem Grund auch immer. Findet ihn tot auf dem Bett. Er nimmt an, Rainer Bertram hat sich umgebracht, rennt aus dem Haus, fährt einfach weg. An der Grenze wird er aufgehalten von den Beamten dort. Erfährt er zum ersten Mal was von dem Mord. Haut er ab. Ja, aber wenn er der Mörder ist, dann wird er genauso fliehen. Sicher. Aber auch wenn er es nicht ist, gibt's einen Grund. Welchen? Er will seinen Freund rächen. Ich weiß, es klingt dramatisch, aber... Abgesehen davon setzt es ja voraus, dass er den Mörder kennt. Oder zu kennen glaubt. Also, wenn wir jetzt einen Mord verhindern, dann könnte es durchaus sein, dass wir dadurch den anderen Mord aufklären. Na, eins von beiden würde mir schon reichen. Du, ich muss mir das Foto von dem Gilbert noch mal genauer anschauen, bitte. Bestimmten erwartet, sehen ihm plötzlich alle möglichen Leute ähnlich. Ja, dann ist es das, wo der Gilbert mal gewohnt hat. Da konnte ihm der Wehrmann ja fast ins Zimmer spucken. Gerd, der Mann, der eben mit dem Taxi gekommen ist. Was ist mit dem? Das lange Paket. Und das Fenster gegenüber. Schnell, Gerd!
Sind Sie Jens Gilbert? Ja. Kriminalpolizei, Sie sind vorläufig festgenommen. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Bitte. Herr Gilbert, Sie sind mit der Tonbandprotokollierung Ihrer Vernehmung einverstanden? Ja. Gerd, sei nett, koch Kaffee. Warum wollten Sie Erich Wehrmann erschießen? Wollte ich das? Sie waren an einem Fenster im Haus gegenüber. Das können wir beweisen. Und von dort aus kann man genau in Erich Wehrmanns Zimmer schauen. Und Ihr Gewehr hat ein Zielfernrohr. Aber Sie können mir nicht beweisen, dass ich Erich Wehrmann erschießen wollte. Das wissen Sie. Haben Sie eine entsprechende Waffenbesitzkarte? Nein. Haben Sie einen Schlüssel für Rainer Bertrams Wohnung? Ja. Sie wurden gestern gesehen, als Sie diese Wohnung verließen. Waren Sie bei ihm, als er gestorben ist? Als ich kam, war er schon tot. Was wollten Sie dort? Mit ihm reden. Wir hatten noch viel zu besprechen. Was hatten Sie denn zu besprechen? Ich habe 10.000 Mark gespart und wir wollten zusammen eine Reise machen. Weg. So lange wie möglich. Wusste Fräulein Wehrmann davon? Rainer wollte es ihr sagen. Als Sie Rainer Bertram tot auf seinem Bett fanden, haben Sie da sofort an Selbstmord gedacht? Ja. Auf den Gedanken an einen Mord hat mich erst die Polizei gebracht. Hatte Ihr Freund den Grund, sich umzubringen? Er wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Wegen Ihnen und seiner Freundin? Und wegen seines Vaters. Ich glaube, er liebte seinen Vater. Aber er hatte sich doch entschieden. Er wollte mit ihnen wegfahren. Entschiedener, als wenn es immer so einfach wäre. Schließlich kriegt sie ein Kind von ihm. Sind Sie sicher? Wussten Sie es nicht? Gerd, versuch doch mal, Henry zu erreichen. Warum gerade Erich Wehrmann? Wenn ihn einer umgebracht hat, dann er. Rainer und ich, wir waren für ihn der letzte Dreck. Er hat Rainer oft bedroht. Mich auch. Was genau hat er gesagt? Wenn du meine Schwester nicht in Ruhe lässt, dann bringe ich dich um. Hat er zu Rainer gesagt. Ja. Ja. Aha. Wo ist sie? Bei ihm in der Wohnung. Sie hat die Tabletten besorgt, bist du da sicher? Ja, gut, ich sag's ihm, bis gleich. Guten Abend. Wir haben Sie gesucht. Warum? Weil Sie uns einiges verschwiegen haben. Es tut mir leid, dass ich das Siegel kaputt gemacht habe. Ich wollte das Zimmer noch mal sehen. Das mit dem Siegel ist nicht so schlimm. Was habe ich Ihnen denn verschwiegen? Dass Ihr Freund die Tabletten von Ihnen bekommen hat. So war es doch, oder? Ja. Rainer hat sehr schlecht geschlafen in der letzten Zeit. Warum ist er nicht zum Arzt gegangen? Sie haben Rainer nicht gekannt. Das klingt nicht sehr überzeugend. Was denken Sie denn? Dass Sie ihm die Tabletten besorgt haben, damit er Selbstmord begehen kann. Warum sollte ich denn so etwas tun? Das können nur Sie mir sagen. Rainer Bertram wollte mit seinem Freund wegfahren. Für eine lange Zeit. Wussten Sie davon? Ja. Die bekommen ein Kind von ihm. Das ist nicht wahr. Ich kann veranlassen, dass Sie ärztlich untersucht werden. Das ist doch nicht nötig.
Also gut, sagen Sie mir einfach, was Sie an diesem Vormittag hier getan haben. Als ich kam, bat er mich um die Tabletten, weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Er wollte, dass ich ihm 2 Tabletten in den Weinbrand auflöse. Und den Weinbrand haben Sie mitgebracht? Ja. In so einem Glas habe ich ihm 2 Tabletten aufgelöst. Er ist dann sehr schnell müde geworden. Was haben Sie gemacht? Ich bin dann nach Hause gegangen. Warum haben Sie das Glas abgewischt? Habe ich das getan? Es waren ja keine Fingerabdrücke dran. Und warum haben Sie den Weinbrand weggeschüttet? Die Flasche war leer. Obwohl Rainer Bertram nach Ihren Worten nur ein Glas davon getrunken hatte. Warum sollte ich so etwas getan haben? Um einen Selbstmord vorzutäuschen. Alkohol und Tabletten, das übliche Bild. Es war ein Fehler, das Glas abzuwischen. Es war so, wie ich es Ihnen gesagt habe, mit dem Weinbrand und den Tabletten. Als er dann halb betäubt auf dem Bett gelegen ist, da habe ich die restlichen Tabletten aufgelöst. Alle. Bin zu ihm gegangen, habe ihm den Arm um die Schulter gelegt und sie ihm eingeflößt. Dann haben sie das Glas abgewischt, Weinband weggekippt, um alles zu einem Selbstmord zu arrangieren. Warum haben sie den Plattenspieler angelassen? Damit er gefunden wird. Ich glaube eher, um die Tat Zeit zu verschleiern. Sie waren immerhin noch in seiner Wohnung, als er starb. Und wenn jemand pausenlos ein und dieselbe Platte laufen lässt, dann geht das einem nach einiger Zeit erheblich auf die Nerven, aber man hält ihn nicht für tot, jedenfalls zunächst nicht. Rainer Bertram hat Ihnen gesagt, dass er für längere Zeit verreisen wird. Ja. Sie wollten ihn davon abhalten, haben ihm erklärt, dass ein Kind von ihm erwarten. Ja. Er wollte sich endgültig von mir trennen. Endgültig. Gerd, sag bitte dem Büro Bescheid. Herr Wehrmann kann nach Hause gehen. Machst du das bitte für mich? Und warum haben Sie von Anfang an behauptet, es wäre kein Selbstmord? Obwohl wir doch gerade das glauben sollten. Ich weiß nicht, ich... Mal zugegeben, nicht das schlechteste Mittel, sich unverdächtig zu machen. Nein. Deswegen nicht. Ich machte es plötzlich nicht fertig, ihm Unrecht zu tun. Rainer hatte sich entschieden. Und so furchtbar diese Entscheidung für mich war, er war entschlossen, seinen Weg zu gehen. Und ich brachte es nicht über mich, nach all dem, was ich getan habe, ihm auch noch die Schuld an seinem Tod zu geben. Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte.
It's not the way.